Die Südtiroler Schützen sind, wie man hier sieht, nicht nur in Schützenmontur oder gar als Musikvideo unterwegs. Gerade die letzten Rap-Schlagzeilen haben verdrängt, dass die Schützenkompanien auch einige soziale Aufgaben erfüllen. Und zwar nicht als einmalige oder Imageaktion, sondern darüber hinaus. Samstagvormittag beim Zivilschutzzentrum. Die Schützen sind angetreten. Die Mission heute? Desinfektionsmittel an Seniorenwohnheime ausliefern. Es war der Verband der Seniorenwohnheime, der mit der Bitte an die Schützen herangetreten ist. Der Sanitätsbetrieb beliefert die Heime nach wie vor mit Desinfektionsmittel. Und dies ist eine zusätzliche Belieferung, da große Kontingente im Zivilschutz lagern sind, unterstützen uns die Schützen nun bereits zum vierten Mal in der Auslieferung des Handdesinfektionsmittels. Es klingt nach einer leichten Aufgabe, Desinfektionsmittel zu verteilen. So unkompliziert, wie es klingt, ist es aber gar nicht. Das Desinfektionsmittel hat einen hohen Anteil von Alkohol und deshalb fällt es unter Gefahrengut. Dafür braucht es eine gute Planung. Nur eine gewisse Anzahl Kanister darf in jedes Auto geladen werden. Im Falle eines Unfalls besteht Brandgefahr. Die Mitarbeit der Schützen beschränkt sich aber nicht nur auf diesen Samstag. Sie haben auch schon Masken verteilt oder dabei geholfen, Altersheime zu desinfizieren. Samstag ist es natürlich ein idealer Tag, um Freiwillige zu finden. Die Schützen haben zwar auch schon unter der Woche geholfen, aber für uns ist es kein Problem, wenn wir helfen dürfen. Die Schützen waren heute in einer ungewohnten Mission unterwegs, ohne Trachten, ohne politische Forderungen, sondern mit dem Ziel, der Allgemeinheit zu dienen.